Es ist wieder Zeit für ein Review und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal den Deepcool AK500 Luftkühler an, von dem ich freundlicherweise zwei Stück zur Verfügung gestellt bekommen habe und somit wieder einen an euch verlosen kann. Hierbei handelt es sich um einen CPU-Kühler für alle gängigen Intel-Sockel inklusive dem aktuellen 1700er und für AMD mit dem AM4 und dem bald verfügbaren neuen AM5-Sockel. Das Teil wiegt einfach über 1 Kilo, genauer gesagt 1040 Gramm und hat eine Einbauhöhe von 158 mm, eine Breite von 129 mm und eine Tiefe inklusive Lüfter von 118 mm. Das Geile an dem Kühler sind allerdings seine abgeschrägten Heatpipes, von denen wir insgesamt 5 Stück haben, denn aufgrund dieser Bauform wird euer RGB-RAM nicht überdeckt, ganz egal wie hoch dieser ist. Im Lieferumfang haben wir die Mounting Kits für AMD und Intel, die übrigens alle aus Metall sind, einige Hersteller setzen zum Beispiel auf Kunststoff-Backplates, das ist hier aber nicht der Fall. Dazu bekommt ihr noch Wärmeleitpaste, die ich natürlich auch für den Test verwendet habe, einen extra langen Schraubendreher, Schraubstab, wie auch immer ihr das nennen möchtet, und noch weitere Halteklammern, um zum Beispiel noch einen weiteren Lüfter anzubringen für Push-Pull-Konfiguration und somit besserer Kühlleistung. Eine gedruckte Montageanleitung wird auch mitgeliefert und das ging wirklich sehr leicht von der Hand, wie ihr gerade in den Shots seht. Einfach die bereits vom Mainboard mitgelieferte Backplate nehmen, Schraubhülsen drauf, Schienen verbinden und Kühler draufpacken. RGB-Beleuchtung ist leider nicht mit dabei, aber wie gesagt, ihr könnt den Lüfter beliebig tauschen oder es eben einfach so lassen, nicht jeder mag das RGB-Bling-Bling. Für den Test lassen wir wieder den Cinebench R23 laufen, das Ganze zweimal a 10 Minuten. Als Prozessor nehmen wir den AMD Ryzen 7 5800X, der sich wie beim letzten Review wieder 142 Watt reinpfeift. Hier erreichen wir bei einer Raumtemperatur von 21 Grad bis zu 84 Grad, was aber noch gerade so in Ordnung ist für den sowieso schwer zu kühlenden 5800X. Zumal der Kühler mit einer Angabe von 240 Watt TDP wirbt, was ich aber nicht so recht glauben kann. Ein 5900X kann man damit bestimmt besser kühlen, das liegt aber am Chipdesign von AMD. Zumal muss man dazu sagen, dass wir hier auf einer offenen Testbench testen, je nach Gehäuse können auch höhere Werte entstehen. Ich habe spaßeshalber auch nochmal die Werte gemessen, wenn man einen zweiten Lüfter über einen Verteiler für Push-Pull installiert. Hierbei hatte ich eine Raumtemperatur von 19 Grad, und hier liegen wir bei 82 Grad unter Volllast mit dem Cinebench. Was die Lautstärke angeht, liegen wir bei ca. 42 bis 43 Dezibel. Alles in allem finde ich den Kühler qualitativ und vom Design her sehr wertig und ich kann ihn wirklich weiterempfehlen, wenn ihr euch zum Beispiel für einen Intel 12600K oder Ryzen 7 5800X entscheidet. Beim Spielen und kurzzeitigen Rendern werdet ihr die gemessenen Temperaturen sowieso kaum erreichen, es sei denn, ihr habt im Sommer 30 Grad in eurer Dachgeschosswohnung, so wie ich. Preislich werden voraussichtlich ca. 55 Euro anvisiert, was im normalen Mittelfeld liegt und natürlich je nach Anbieter auch variieren kann. Und nun wie immer zum Giveaway. Ihr habt die Möglichkeit, diesen Kühler zu gewinnen. Hinterlasst dazu einfach ein Abo, ein Däumchen nach oben und einen Kommentar und der Gewinner wird dann innerhalb einer Woche in meinem Stream ausgelost und in den Kommentaren nochmals benachrichtigt. Und denkt bitte dran, schenkt den Bots, die euch Versandkosten oder so berechnen wollen, bitte keine Aufmerksamkeit, sollten sie in den Kommentaren unter diesem Video auftauchen. Lasst mich gerne wissen, was ihr über das Review denkt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.